Auf dem Bahnhof der Krim-Hauptstadt Simferopol kontrollieren Polizei und Milizionäre die ankommenden Fahrgäste. Besonders die Züge aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind ihnen verdächtig, wegen der pro-europäischen Umwälzungen dort. Die Milizionäre haben sich freiwillig gemeldet, um für Ordnung zu sorgen. Sie sprechen Russisch und halten fest zu Moskau. Wir kontrollieren den Bahnsteig, damit es nicht zu Straftaten oder Provokationen kommt. Zum Beispiel von Extremisten. Die sind gerade zu allen möglichen Provokationen fähig. Deshalb helfen wir der Polizei. Die Freiwilligen der Krim haben eigenen Angaben zufolge 15.000 Mitglieder, darunter Studenten, Arbeiter und Rentner. Die meisten stammen von der Krim, einige kommen aber auch aus der Ostukraine, wo die meisten Russisch sprechen. In der Ukraine herrscht Chaos. Wenn wir dem nicht rechtzeitig Einhalt gebieten und die verfassungsmäßige Ordnung wiederherstellen, wird sich das wie ein Virus ausbreiten, bis es ausgelöscht wird. Am Sonntag sollen die Krimbewohner in einem Referendum entscheiden, ob sie künftig zu Russland gehören wollen. Unter den Milizionären herrscht kein Zweifel, dass es eine große Mehrheit für den Anschluss an Moskau geben wird. Erstmal müssen wir bis zum Referendum überleben. Wenn dann das Ergebnis bekannt ist, wird sich die Lage beruhigen. Wir gehen aber davon aus, dass wir danach weitermachen. Wir müssen ja noch unseren Brüdern im Osten und Südosten der Ukraine helfen. Einige Milizionäre haben sich der gerade erst gegründeten Krim-Armee angeschlossen. Im Beisein von Krim-Regierungschef Sergei Aksjonow bekommen die Männer Kalaschnikows überreicht. Und falls die Krim ein Teil Russlands wird, dann, so wird den Milizionären versprochen, steht ihnen eine Zukunft in der russischen Armee offen.